Dann gibt es wiederum einen anderen Menschen, der ist schon etwas älter, an die 70. Und er betet bis heute nicht. Warum? Weil er sich schämt. Weil er nicht beten kann. Er schämt sich von einem Jüngeren, einem Jugendlichen, das Gebet zu lernen. Zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört, dass wenn jemand den Islam annahm, dass er ihn gute und vertrauensvolle Hände übergab. Im authentischen Hadith ist überliefert, dass wenn ein Mann den Islam annahm, ihm sofort das Gebet beigebracht wurde. Das erste, was ihm beigebracht wurde nach Allahs Einheit, Tawhid, war das Gebet. Und das sollten wir auch. Wir sollten Kurse in der Moschee halten, wie man betet, wie man richtig betet. Und man sollte auch Aushänge machen. Willst du das Gebet lernen? Ruf an. Willst du das Gebet lernen? Schreib eine Nachricht, damit du zu denjenigen gehörst, die am Guten teilhaben. Möge Allah uns zu ihnen zählen lassen. Amin. Komm mutaddiban.